Wir erklären hier in diesem einfachen Modell die HTTPS-Verschlüsselung und die Verschlüsselung, die im Internet durchgeführt wird. Wir haben die Aufgabenstellung. Bob ist ein normaler User. Er möchte gerne seine Kreditkarteninformationen übertragen an Alice. Alice ist ein Webshop oder eine Bank. Und das tut er dann, indem er seine Kreditkarten übers Internet verschickt. Hier dargestellt über dieses Paket hier, über diese Kiste. Die schickt er dann zu Alice. Und da haben wir das Problem, dass Mallory als Angreifer dazwischen hängt und sich alles abhören kann, was nicht verschlüsselt ist. Das heißt, er würde sich hier die Kreditkarteninformationen kopieren können und hätte so alle Möglichkeiten, diese zu nutzen. Und das muss natürlich verhindert werden. Dazu gibt es eine Technik, dass Alice, die Bank oder eben dieser Webshop, generiert sich ein Schlüsselpaar. Das heißt einerseits einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Den privaten Schlüssel behält sie bei sich, das ist ihr Geheimnis, das muss sie gut schützen. Und sie schickt jetzt den öffentlichen Schlüssel übers Internet an Bob. Zwischendrin ist Mallory. Mallory kann das abhören und hat dann auch den öffentlichen Schlüssel. Aber Bob kann jetzt hier mit diesem öffentlichen Schlüssel von Alice seine Kreditkarte schützen, indem er jetzt dieses Paket verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice. Also hier abschließt. Jetzt schickt er das Paket wieder zu Alice. Mallory ist dazwischen, kann abhören, kann also sehen, dass dort eine Kommunikation stattfindet. Er kann aber das Paket nicht öffnen. Er kann es nicht entschlüsseln, weil er nicht den richtigen Schlüssel hat. Mit seinem öffentlichen Schlüssel kann er das Paket nicht öffnen. Alice dahingegen kann das Paket öffnen. Sie hat den richtigen Schlüssel, kann also das Paket öffnen und bekommt so auf sichere Weise die Information der Kreditkarte von Bob übertragen. Und jetzt muss Bob noch sicher gehen, dass er mit der richtigen Instanz spricht, dass er mit dem richtigen Webshop spricht. Es kann also nicht sein oder es darf nicht sein, dass Mallory sich dazwischen setzt und mit seinem eigenen öffentlichen Schlüssel behauptet, er wäre Alice. Also Bob muss irgendwie sicher gehen, dass er wirklich mit dem richtigen Webshop spricht. Da kommt dann Trent ins Spiel. Trent ist eine CA, eine Certification Authority. Trent signiert mit seinem eigenen Schlüssel den öffentlichen Schlüssel von Alice und dann kann damit dann bewiesen werden, dass die Identität von Alice die richtige ist. Das heißt, der Browser von Bob kann dann sehen, ob dieser Schlüssel, den er bekommen hat, ob der wirklich zertifiziert wurde durch diese Certification Authority und kann damit sicher sein, dass die richtigen Instanzen miteinander sprechen. Und wie das im Browser aussieht, schauen wir uns jetzt an. Jetzt sehen wir, wie sich das im Browser verhält. Das heißt, wir haben jetzt hier die Webseite des VDI Prüf- und Zertifizierungsinstituts geöffnet, sehen hier oben die Adresszeile. Über HTTPS kann man erkennen, dass es eine verschlüsselte Kommunikation stattgefunden hat. Über das kleine grüne Schloss kann man auch sehen, dass dort alles in Ordnung ist. Also es wurde eine Verschlüsselung ausgehandelt nach den Methoden, die vorher erklärt wurden. Und wenn man auf dieses Schloss klickt, kann man auch weitere Informationen erhalten. Das heißt, wir sehen hier unsere CA, unsere Certification Authority, unser Trend ist DigiCert Incorporate. Man kann auch weitere Informationen hier öffnen. Das heißt, DigiCert hat dort mit seiner Signatur ein Zertifikat erstellt. Dieses Zertifikat für diese Website und auch für diesen öffentlichen Schlüssel läuft aus am 21. September 2021. DigiCert ist eine von verschiedenen CAs, denen vertraut wird. Welchen CAs vertraut wird, das ist im Browser hinterlegt. Beim Mozilla Firefox unter Preferences kann man hier sehen, welchen CAs vertraut wird. Und solange dieses grüne Schloss dort geschlossen ist und es keine Fehlermeldungen auftreten, kann man sich als Benutzer, als derjenige, der zu diesen Webseiten braucht, sicher sein, dass man auch mit der richtigen Instanz kommuniziert. Deswegen ist der Tipp hier, immer darauf achten, dass dieses grüne Schloss geschlossen ist und dass man keine Fehlermeldungen wegklickt, weil ansonsten könnte es sein, dass sich ein Mallory, ein Mail im Mittel dazwischen setzt und versucht, ein falsches Zertifikat oder einen falschen öffentlichen Schlüssel unterzujubeln. Solange dieses Schloss grün ist, kann man sicher browsen und man ist sicher, dass man in der richtigen Instanz auch selber kommuniziert.